Eigentlich hatte ich mir gedacht, allerhöchstens 7 Jahre oder so. Und es taten sich immer wieder neue Perspektiven auf. Und das hat mich dann auch dazu veranlasst, dass aus diesen 7 Jahren dann doch 40 geworden sind. Diese Orgel ist jetzt hier, die wir hinter uns sehen, von 1999. Und als ich hier angefangen habe, war es wirklich so, wenn die Glocken läuteten, dann wackelte die ganze Orgelempore. Und das hatte aber auch zum Teil architektonische Gründe, weil nämlich der Glockenturm im Grunde mit in die Kirche eingebaut war. Das haben wir dann geändert und das hat auch im Grunde dem ganzen Musikleben hier in St. Peter-Ording einen enormen Schub nochmal gegeben. Und da das aber sozusagen so ein größeres Projekt war, war das wirklich sehr schön zu sehen, wie also das ganze Dorf im Grunde daran Anteil genommen hat, was ja heute immer nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich bin zuständig fürs Orgelspiel, für die Chöre und betreue auch die Konzertreihe, die hier in der Kirche stattfindet. Den Chor, den gibt es ja schon lange, den gab es auch schon vor mir. Und da geht es ja darum, aus einer Vielzahl von Individuen sozusagen, die so zusammenzuführen, dass dann nachher ein homogenes Ganzes da herauskommt. Ja, und das macht einfach sehr viel Freude und ist auch schön, dass man das machen darf. Dadurch, dass meine Arbeit ja auch, wenn man so will, eine generationenübergreifende Arbeit ist, weil ich ja auch mit Kinderchören arbeite. Und das ist natürlich irgendwie ganz berührend, dass man so eine lange Verbindung hat. Ich persönlich finde das eigentlich sehr schön, dass wir das Glück haben, hier in so einer Gegend zu wohnen, dass eben sehr viele Menschen wirklich gerne aufsuchen und auch gerne das in Anspruch nehmen, was wir ihnen hier anbieten können.